Ein neuer Tag, hinterm Horizont immer weiter. Zusammen sind wir stark, das mit uns geht zu tief rein. Da la 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 la. Da 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 di, da 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 da. Ja, warum ich hier so lustig vor mich her triller? Weil ich mich freue. Ja, ich freue mich auf das erste Festival der freien Kultur in Gelsenkirchen. Hinterm Tellerrand geht's weiter. Ja, und jetzt wisst ihr auch schon, worauf sich der Titel so ein bisschen bezieht. Ne? Der alte Mann mit dem Lindenberghut. Ja, ja, ja. Malt jetzt auch und ruht sich nicht nur auf seinen GEMA-Gebühren aus. Ja, auch wenn ich gerne gewusst hätte, was so ein Einzelzimmer oder hatte eine Suite im Hotel so das ganze Jahr kostet. Ne? Aber das wäre nichts für mich. Nee. Da käme ich mir so nicht wie so ein richtiger Gaukler vor. Ja, das würde keine Requisiten würden rumliegen, keine Textbücher, Drehbücher. Nein, alles würde jeden Morgen von einer eifrigen Zimmerfee aufgeräumt werden. Ah, ich halte es da lieber mit meiner Oma, die gesagt hat, wer zu viel Ordnung hält, der ist nur zu faul zum Suchen. Ja. Also, am 19. Oktober 2011 geht es los mit dem Dahintergucken, dem Horizonte erklimmen. Kollegen und Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Sparten können sich wieder oder zum ersten Mal oder in neuen Arbeitszusammenhängen treffen. Sich einem neugierigen Publikum stellen. Ein Platz gefunden hat der Nahe hier und das Festival in der Kau-Wilhelminstraße 174, dem Zentrum für Kleinkunst in Gelsenkirchen. Ja, damals wurden den Kumpels dort der Rücken geschrubbt und heute werden dort Narren von Narren gebürstet. Also, schwingt die Hufe, sattelt die Hühner, entert Busse und Bahn oder setzt euch ganz einfach in euer Auto und kommt. Für den sturen Bure. Also über den Kanal und dann rechts in die Uferstraße und dann einer Links-Rechts-Kombination Richtung Feldmark. Und wenn ihr dann nicht von übereifrigen Gelsenkirchen und von der Straße geboxt werdet, ja, dann könnt ihr links vor die Kaue fahren. So einfach ist das. Und das 5 Tage lang. Denn 5 Tage dauert dieses Treffen, dieser Austausch, dieses neue Beginnen. Und am Sonntag, den 23. Oktober, werde ich mein großes Narrentaschentuch herausholen und heulen. Heulen. Freudentränen werden mir wie Bäche aus den geschminkten Augen kullern und der Schnodder wird aus meiner Clownsnase laufen. Ja, denn wenn es gut läuft, wird sich die freie Szene von ihrer besten Seite präsentieren und sich laut und publikumstark in Szene gesetzt haben. Ja, viele Künstlerkollegen haben über die Zusammenarbeit mit anderen Sparten nur zart oder ungläubig nachgedacht. Wir sind Festival, ist da die richtige Losung für und ein Ausblick für Kommendes. Staunende Zuschaueraugen werden dann auch die Zweifler und Skeptiker überzeugen. Natürlich ist die freie Szene kein homogener Haufen. Ja? Natürlich gibt es Künstler darunter, die sich nicht in ein Festival fügen können oder wollen oder einen Künstlerbund. Aber sie alle haben die Freiheit, sich einzubringen. Denn die Grenzen sind nur im eigenen Kopf. Freie Künstler lassen sich nicht ungeprüft vor eine Karre spannen. Sie wollen ihre Freiheit behalten und verteidigen. Das ist in Ordnung. Wobei die Freiheit auch einschließen kann, dass man
mal nicht so opulent auf den Inhalt des Kühlschrankes zurückgreifen kann. Freiheit ist eben eine sensible und zarte Pflanze und sie muss begossen und gepflegt werden, jeden Tag. Und damit ist die Schwierigkeit genau beschrieben. Das zweischneidige Schwert, ja, der Tanz auf dem Abgrund, ein Wechselspiel. Freiheit, oder? Ist ja auch ein Gefühl. Und wie viele Gefühle flüchtig und vom eigenen Empfinden geprägt. Gefühl ist alles Name, Schall und Rauch. Das hat in diesem Zusammenhang Goethe seinen Sucher Faust sagen lassen. Also, ich gehe da ganz vorurteilsfrei ran. Der Neugierige na eben. Ich wünsche uns Freien, dass wir zufrieden aus diesem Balanceakt hervorgehen und dass wir unsere Kunst machen können, allein aus unserer Kreativität erwachsen, im Hin und Her von Markt und Kunst. Oder mal durch meine Mama gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Machen wir also beim Festival hinterm Tellerrand gemeinsam, machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach neuen Kollegen, interessanten Ideen, überraschenden Beiträgen und bereichernden Informationen. Ein Kopfsprung ins Neue. Da ist Mut gefragt und mit dem Mut kommt dann auch wieder ein neues Projekt. Eine Belebung der Kulturaktivitäten in Gelsenkirchen. Und, ja, darüber hinaus. Da sehe ich übrigens eine Menge Möglichkeiten des Zusammenwirkens. So nachgefühlt stopft sich das kleine gallische Dorf Halfmannshof gerade selber mit dem Kopf in die Tonne. Also ich finde das neue Kulturamtskonzept überzeugend. Ich war ja auch mal da. Ja, müsst ihr nur die Gelsenkirchener Geschichten ein bisschen zurückblättern. Ja. Also der Hof, ja, der hat mich nicht gestört, war auch keine Zierde. Ja. Also das lässt Platz für Neues. Aber das ist es ja gerade, glaube ich. Das Neue, ja, die Veränderung. Schade, dass die Halfmannshöfer nur die Gefahren sehen und nicht die Chance. Oder ist das auch nur wieder Ausdruck einer nachlassenden Fähigkeit? Ach, gaukeln wir aber zum Festival zurück. Am Mittwoch, den 19. Oktober 2011, gegen 18 Uhr geht es los. Ja, und dann wird es in der Kau eröffnet und wartet auf dich und 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 dich. Ich bin Festival, sag euch euer Name. Bis die Tage. Hinten und vorne.